Die Diskussion, die in unserem Jahrhundert geführt worden ist, ob nicht etwa durch die Fortschritte der Physik die Freiheit des Menschen, die Willensfreiheit, bewiesen worden ist, weil die Kausalität angeblich da nicht mehr funktioniert. Das ist kindlich. Das ist nicht das Problem, dass man die Freiheit etwa beweisen könnte. Nein, das Problem ist, dass die Freiheit immer schon bewiesen ist, wie wir denken. Die bedarf keines Beweises, sondern das ist in unserer sittlichen und politischen und sozialen und persönlichen Struktur zutiefst verwurzelt, dass wir alle unsere Leidenschaften, alle unsere Erfahrungen mit Menschen, dass wir all dieses doch als unser uns zuzurechnende Handlungs- oder Gesinnungsbildung anzusehen haben. Ob das beweisbar ist je? Nein, mehr als das. Ob uns auch nur das Geringste damit gesagt wäre, wenn wir die Prozesse der Neurologie, die heute gewaltig im Fortschreiten sind, zu besseren Resultaten geführt haben, dann würden wir weitersehen, wie sehr die Freiheit eine neue Basis darstellt. Nun, das Systemprogramm des deutschen Idealismus beginnt nun tatsächlich mit diesem Satz: Wir sind absolut freie Wesen. Und was heißt das? Das Programm ist, das zu zeigen. Erstes dafür ist: Was ist es also eigentlich mit der Natur? Ist die wirklich diese Mechanik, die sie Galilei als erster in ihren Grundzügen entworfen hat und die dann Newton bis zu dieser Vollendung geführt hat, in der die Himmelsmechanik und die Erdmechanik zu einer einheitlichen Physik zusammenwuchs? Und etwa zu reden von der Physik unseres Jahrhunderts, der Quantenphysik, die nun noch abermals neue Probleme der Vereinheitlichung der Natur geschaffen hat, aber ganz gewiss nicht in dem Sinne, dass es die Welt in den Augen des absolut freien Wesens ist. Und das Systemprogramm also verkündet: Wir wollen endlich damit aufräumen, dieses stotternde Vorgehen der Naturforschung einem echten Erkenntniszusammenhang zu schließen. Und das ist die Philosophie der Natur, das ist das, was dann Schelling zunächst für unser Bewusstsein am besten geleistet hat, zu zeigen, dass sozusagen die Ichheit in der Natur selber sich als der Schlüssel für alle Naturerscheinungen denken lässt. Diese Ichheit in der Natur selber, das ist natürlich ein alter, platonischer, neuplatonischer Begriff, die Unterscheidung der Natura Naturata, das heißt der Erscheinungen als der Resultate, und der Natura Naturans, dieser geheimnisvollen Kraft der Lebendigkeit, die sich ja bis heute für unser Denken als ein unlösbares Geheimnis darstellt. Und in dem Moment, in dem wir auf diesem Gebiete Fortschritte machen werden, wird sich zeigen, dass das Geheimnis nicht gelöst wird, sondern immer größer wird.